Herzlich willkommen zum zweiten Termin zum MAC, zum Medium Access Control. Das ist die Schicht 2.2. Also wir sind noch im Layer 2 und haben beim letzten Mal etabliert, wie denn ein ideales MAC-Protokoll aussehen würde. Ja, was heißt aussehen? Also welche Kapazität über oder welchen Durchsatz über Last gesehen das MAC-Protokoll tatsächlich leisten soll. Und das sehen wir hier in diesem Graphen. Ne? Also wir steigern die Last bei 1. Das ist jetzt hier einfach mal ein normierter Wert für die Last, die ich zum Beispiel in Bits pro Sekunde oder in Pakete pro Sekunde messen kann. Ne? Bei 1 haben wir 100% unseres Kanals ausgelastet. Ne? Da haben wir hier diesen Kapazitätsknick. Ja? Also mehr, schneller senden können wir nicht. Und S war ja der Durchsatz. Ne? Also daher kommt hier der Knick, dass hier eben der Durchsatz an der Kapazitätsgrenze liegt, die uns zum Beispiel durch Shannon oder durch die tatsächliche physikalische Kapazität, also die Physical Layer Data Rate oder die physikalische Datenrate gegeben ist. Und ab da steigt natürlich der Durchsatz nicht weiter, aber in einem idealen System bleibt der natürlich hier auch bei 100%. Das ist eigentlich, was wir wollen. Damit haben wir nebenbei auch noch festgelegt, wie wir die Leistung messen. Das messen wir hier einfach mit Durchsatz. Oder mit Durchsatz in Bezug auf den Faktor Last. So, das war jetzt Wiederholung vom letzten Mal. So, bevor wir jetzt ein MAC-Protokoll messen oder anhand dieser idealen Kurve zumindest einschätzen, können wir ja mal durch die Designoptionen gehen, die wir haben, wenn wir uns so ein MAC-Protokoll bauen wollen. Also wie gesagt, nochmal, MAC steht für Medium Access Control. Das ist also Lösung der Frage, wann darf wer auf den Kanal zugreifen? Also wie teilt man ein Medium auf seine Nutzer auf. Ja, das wesentliche Kriterium für diese Aufteilung ist, wollen wir Kollisionen erlauben oder nicht? Ja, Sie sehen das hier anhand dieser einfach dieser drei Kategorien. Also ich habe hier ganz links den einen Extremfall, ich will gar keine Kollision haben. Ich habe hier ganz rechts den Fall, dass ich Kollisionen einfach habe. Ja, wenn sie auftreten, treten sie eben auf. Ich tue erstmal gegen die Kollision an sich nichts dagegen. Ich tue vielleicht was, um damit umzugehen, also um mit den entstehenden Kollisionen leben zu können, also um trotzdem noch Kommunikation hinzubekommen. Aber die Kollision erstmal verhindere ich nicht. Ja? Und ich habe hier den Fall, den Mittelweg, die Limited Contention Protocols, in denen ich Kollisionen limitiere, also die Auftretenswahrscheinlichkeit einschränke oder das Auftreten begrenze auf bestimmte Fälle. Ja, das ist so der Mittelweg hier an der Stelle. Wichtig vielleicht noch zu erwähnen, dass man auch oft von Contention-Systemen, also Contention steht hier für Wettbewerb, spricht, wenn man Systeme hat, die Kollisionen erlauben. Also zum Beispiel diese beiden Klassen hier, Limited Contention oder Collision Protocols, wären tatsächlich Protokolle, in denen Kollisionen erlaubt ist und in denen Teilnehmer sich um das Medium bewerben, also in denen ein Wettbewerb besteht auf den Medienzugriff. Ich sage es Ihnen gleich, Ethernet gehört dazu. Ja? Also Ethernet und WLAN sind natürlich Contention-basierte Verfahren. Also da stehen Nutzer im Wettbewerb auf dem Medienzugriff miteinander. Gut, reden wir erstmal über Collision-Based Protocols, bevor wir dann über Collision-Free reden. Collision-Based ist tatsächlich ein relativ einfacher Weg, wenn ich sowas bauen will. Dann habe ich eigentlich nur eine Regel. Reden Sie, wann Sie wollen. Ja, wir können das hier im Chat auch mal machen. Reden Sie mal, wann Sie wollen. Und nicht im Chat. Ne? Wir machen das natürlich auf dem Audiokanal. Also einfach alle mal reden. Ja, dann ist es schon recht wahrscheinlich, dass eine Kollision entstehen wird. Sie können es jetzt ausprobieren. Ist auch okay. Oder Sie stellen es sich einfach vor als Gedankenexperiment. Vielen Dank dafür. Schöner hat man das natürlich gerade, wenn man so eine Frage stellt. Ne? Also reden Sie jetzt. Sehr schön, wunderbar. Vielen Dank, schweigen Sie jetzt. Das war ein wunderbares Beispiel eben für Kollisionen. Ihr initialer Versuch war eigentlich relativ kollisionsfrei, weil Sie nämlich was gemacht haben, was wir später noch bekommen werden in diesem Kapitel. Sie haben ein sogenanntes Carrier Sensing gemacht. Sie haben auf den Kanal gehört und intuitiv nicht gesprochen, wenn jemand anders drauf war. Aber durch meinen Trigger eben im zweiten Beispiel habe ich eben künstlich diese Kollision erzeugt, weil Sie ja alle losgeredet haben zu einem bestimmten Zeitpunkt und sich dann natürlich ins Wort gefallen sind. Und da braucht man relativ wenig Regeln für. Ne? Also eigentlich braucht man nur die Regel, reden Sie, wann Sie wollen. Und das kann man natürlich technisch auch machen. Und das ist gemacht worden 85 auf Hawaii mit einem Satellitennetz. Ja? Hier ist das mal so beispielhaft illustriert. Sie haben diese Bodenstation für den Satelliten-Uplink und Downlink.
Und dann haben sie einen Satelliten und der Satellit ist das geteilte Medium, ne? Der verteilt sozusagen die Daten, ne? Also zum Beispiel, wenn jetzt der Kollege hier, also das Hawaii sagt Ihnen ja was, das sind Inseln, ne? Und wenn ich von der Insel zum Beispiel mit der Bodenstation an die Insel ganz rechts möchte, naja, dann schicke ich das Signal an den Satelliten und dann schickt der das runter an die andere Insel. Der hat ja den Vorteil aufgrund seiner Höhe, dass er beide Inseln sieht, ne? Und auch direkt dann eine Sichtverbindung zu diesen Antennen haben kann. Nachteil natürlich, meine Bodenstation auf den unterschiedlichen Inseln sind jetzt nicht notwendigerweise koordiniert. Und um die zu koordinieren, müsste ich ja bereits kommunizieren, ne? Da müsste ich ja bereits irgendwie ein Kabel liegen haben zwischen den Bodenstationen, um abzusprechen, wann wer von denen senden darf. Oder ich müsste wertvolle Satellitenkapazität dafür opfern. Deswegen hat man gesagt, probieren wir doch einfach mal, was passiert, wenn die Bodenstationen senden, wann sie wollen. Und dann schauen wir mal, was los ist. Naja, dann habe ich natürlich Kollisionen. Wenn jetzt zum Beispiel diese beiden Bodenstationen ganz links gleichzeitig senden würden, das ist jetzt hier nicht so gezeichnet, aber Sie können sich das hier vorstellen, dann würden die natürlich hier oben am Satelliten kollidieren. Und wir haben ja beim letzten Mal die Annahme gemacht, dass eine Kollision gleich Paketverlust bedeutet. Und das ist natürlich doof, das ist ineffizient. Und hier sehen Sie auch ein Beispiel, wo das passiert. Ne? Wir haben hier unsere vier User, sorry, das sind fünf User. Das sind jetzt zum Beispiel die Bodenstationen. Und da sehen Sie hier, dass zum Beispiel dieses Paket mit zwei Paketen tatsächlich auch kollidiert. Also diese vier Pakete, die sich hier überlappen, wären dann weg nach unserem Modell. Ja, jetzt kann man so ein paar Betrachtungen machen anhand dieses Protokolls. Also das hat natürlich offensichtliche Nachteile. Ach so, das Protokoll heißt übrigens Aloha, ja? Und das ist super einfach, das ist schön. Eine Einfachheit ist immer ein Feature, ja? Also gerade bei so komplizierten Dingen wie Telekommunikationsnetzen, ja, ist Einfachheit immer toll. Und Aloha ist einfach. Und ich brauche, den Vorteil habe ich Ihnen vorhin implizit schon gesagt, ne? Ich brauche nicht nochmal so eine Koordination zwischen Teilnehmern. Ja, also nicht so ein Master. Und ich brauche dafür nicht noch irgendwie Leitungen extra, um die koordinieren zu können, ja, um den Medienzugriff zu koordinieren. Ich erkaufe mir damit aber auch Nachteile natürlich. Das haben Sie jetzt gemerkt, ne? Wenn Sie sich diesen Paketverlust mal so vorstellen. Das heißt, es gehen natürlich jede Menge Pakete verloren aufgrund von Kollisionen. Einfach der Sender guckt ja nicht nach, ob schon jemand redet. Das ist teilweise auch schwierig bei diesen Satellitenstationen, weil die ja aufgrund dieser Schüsselantenne das Signal von der anderen Insel auch gar nicht hören. Ne? Das wird ja durch diese Schüssel so ein bisschen geschirmt. Und wenn die Inseln weit genug weg sind, hören die sich gegenseitig sowieso nicht, weil die Dämpfung zu stark ist. Ne? Also daher hatte man bei Aloha da eigentlich auch nicht die Wahl zu hören, wann jemand anders sendet. Hier in unserem kleinen Audiobeispiel, also in unserer Konferenz, hier können Sie es ja machen. Ne? Da können Sie ja vorher hören, ob schon jemand redet. Aber da war das ein bisschen schwieriger. Und der Sender weiß nicht, zumindest nicht sofort, ob seine Verbindung funktioniert hat, ne? Also ob seine Übertragung geklappt hat. Der weiß eigentlich zumindest erstmal nicht beim Senden und auch direkt nach dem Relay durch den Satelliten weiß er eigentlich noch nicht, ob das überhaupt geklappt hat. Er hat ja auch noch kein ACK bekommen, also kein Acknowledgement. Ne? Was das ist, wissen Sie vom letzten Kapitel. Und denken Sie daran, ACKs sind auch nur Pakete, ne? ACKs können auch kollidieren. Und wenn ich ein Medium habe, in dem massiv Kollisionen passieren, habe ich natürlich diese ganzen Probleme mit kollidierenden ACKs dann auch nochmal, ne? Über die wir ja bereits gesprochen haben. So, reden wir aber mal über was anderes. Reden wir aber mal, vielleicht brennt Ihnen das jetzt am meisten auf den Nägeln, über die Effizienz. Weil wir haben ja eben das Beispiel gehabt, ne? Eine Kollision hat ja bereits vier Pakete vernichtet. Und das ist natürlich vom Durchsatz her nicht besonders effizient. Und deswegen würde ich Ihnen gerne mal eine Betrachtung des Durchsatzes kurz erläutern. Das ist auch relativ einfach zu verstehen, auch wenn da so ein paar Formeln vorkommen. Aber ich finde das relativ interessant, weil daraus auch direkt berechenbar ist, wie man es denn besser machen kann. So, eine typische Annahme, die man so trifft bei Ankunftsprozessen, also Senden von Paketen, von Datenpaketen wäre ein Ankunftsprozess, ist der sogenannte Poisson-Prozess. Und da kann man die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine bestimmte Anzahl von Zugriffsversuchen, also zum Beispiel von gesendeten Paketen zu einem Zeitpunkt T habe, kann ich hier mit dieser Formel ausdrücken. Also die ist einfach für diesen Poisson-Prozess definiert, die folgt aus der Wahrscheinlichkeitsverteilung für diese Poisson-Prozesse. Und
da kann man die dann hinschreiben, ja? Also da schaut man im Formelwerk nach, wo solche Verteilungen stehen und dann schreibt man die da hin. Man macht ein paar Annahmen dabei, bevor man sowas hinschreibt. Eine ist, ich habe eine hinreichend große Anzahl von Stationen. Also der Mathematiker sagt dann immer gerne unendlich große Anzahl, ja? Und die sollen sich natürlich alle gleich verhalten. Ich will hier keine Sonderfallgeschichten machen, ich will hier Statistik machen, ne? Und daher nehme ich an, dass die alle unabhängig voneinander sich aber gleich verhalten. Also alle senden Poisson verteilt Pakete los. Aber diese Sendeaktionen sind unabhängig voneinander. Das ist zum Beispiel nicht gegeben, wenn Sie, wie in unserem Fall, jetzt eine Videokonferenz haben, ne? Der Downstream, Ihre Downstreams sind alle ja hochgradig korreliert, weil da drin meine Sprache und meine Folien stecken, ne? Da ist ja keine Unabhängigkeit gegeben. Aber wenn Sie jetzt irgendwie andere Dienste nutzen, wie Websurfen, und Sie surfen unabhängig voneinander auf Webseiten, dann kann man das schon mal annehmen, ja? So, dann habe ich so eine Annahme, die noch steht. Das ist eine Exponentialverteilung zwischen bestimmten Sendeversuchen. Das ist auch so eine typische Annahme für Ankunftsprozesse oder für Lastgenerierungsprozesse in Netzen. Und ich gehe davon aus, dass alle Pakete gleich lang sind. Ja? Stimmt jetzt für IP nicht immer, aber so eine in der Größenordnung stimmt's. Ne? Wenn Sie die MTU voll machen, haben Sie das in der Regel auch. Naja, was G ist, habe ich Ihnen schon erklärt. Das ist die mittlere Anzahl von Übertragungsversuchen pro Zeiteinheit. Das ist also meine Last. So, und jetzt sollten Sie zumindest wissen, was in dieser Formel steht. Was folgt jetzt daraus? Naja, ich kann jetzt mit dieser Formel einfach ausrechnen, wie wahrscheinlich eine Kollision ist. Denn es gilt ja, wenn eine Übertragung erfolgreich sein soll, darf sie nicht kollidieren. Also sie darf mit keinem anderen Paket kollidieren. Also wie wahrscheinlich ist so eine Kollision? Ja, das können wir mit der Formel ausrechnen. Indem wir da einfach annehmen, dass dieses Paket nicht mit dem vorhergehenden und mit dem nachfolgenden kollidieren darf. Ich erkläre es Ihnen mal, aber im Prinzip ist mit dieser Grafik hier eigentlich schon fast alles gesagt. Sie senden ein Paket zu einem beliebigen Zeitpunkt los. Soll mal unser graues Paket sein. Wann kollidiert das mit irgendwelchen Paketen nicht? Naja, wenn der vorige Zeitslot und der folgende Zeitraum leer ist. Weil wenn der nicht leer ist, haben Sie ja diesen Überlapp. An der Stelle und an der Stelle. Ja, ich mache es nochmal systematischer. Also ich habe ein beliebiges Paket X, das soll jetzt hier mal mein graues Paket sein. Und das ist zerstört, wenn in der Paketzeit vor Paket X, also hier in dem Zeitintervall T0 bis T0 plus T, irgendein anderes Paket gesendet wurde. Und das ist auch zerstört, wenn in dem Intervall danach, also in der Paketzeit danach, das ist jetzt hier, ne, eine Paketzeit, alle Pakete sind gleich lang, also habe ich hier T0 plus 2T und hier habe ich natürlich T0 plus 3T. Und wenn in diesem Zeitintervall, was ich Ihnen hier gerade mit dem Cursor zeige, ein Paket gesendet wird, dann ist das auch zerstört, weil nur dann habe ich einen Überlapp. Das bedeutet, Paketübertragung ist erfolgreich, wenn es keine andere Übertragung innerhalb von zwei Paketzeiten gibt. Und damit kann ich mir meinen Durchsatz hinschreiben. Mein Durchsatz, das ist ja die Anzahl der erfolgreichen Pakete, ne, ist Last mal P0. Was ist P0? Ja, hier sage ich es Ihnen. P0 ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass es keine Übertragung in zwei Paketzeiten gibt. Also in dieser und in dieser. Hier ist es definiert. Und die ist nach der Formel, die ich Ihnen vorher gezeigt habe, einfach e hoch minus 2g. Ja, ich habe hier einfach diese zwei Paketzeiten eingetragen. Die Last steckt hier natürlich noch immer drin als Variable. Und k, wir können ja mal zurückgehen auf die Formel. K war ja 0. Ne, ich will ja 0 Übertragung haben in zwei Zeitintervallen. Ne? Also habe ich hier 2t stehen. K setze ich 0. Wenn ich mich richtig erinnere, ist die Fakultät von 0 1. Deswegen habe ich hier eine 1 stehen und 0 hoch irgendwas ist ja immer noch 1. Deswegen wird dieser ganze Bruch zur 1. Also habe ich hier e hoch minus g 2t. Ja, einfach durch einsetzen. So, ja, damit kann ich jetzt Durchsatz hinschreiben. Ne? Durchsatz ist jetzt einfach g mal e hoch minus 2g.
Und damit hängt der Durchsatz nur noch von der Last ab. Also Last war ja g. Und damit habe ich eigentlich meine Kurve von vorhin. Sie erinnern sich, ich habe g, ich habe s Durchsatz abgetragen über g, über die Last. Und da habe ich eine Funktion dafür hier bereits. Ja. Bevor wir uns das aber anschauen, sage ich Ihnen jetzt noch, was das Maximum ist von s. Also der Maximaldurchsatz. Wenn ich g laufen lasse, ne, was kommt dann höchstmöglich raus? Naja, das Maximum stellt sich ein bei dem g von 1/2. Kann man übrigens auch direkt hinschreiben, wenn man möchte. Ja, dann sieht das so aus. Und wenn ich das dann einsetze, also 1/2, dann habe ich 18,4%, ja? Also 0,184. Das heißt, Aloha im besten Fall bei seiner optimalen Last nutzt Aloha 18,4% der Kanalkapazität. Ja, ich habe mir hier erlaubt, pure Performance hinzuschreiben. Aloha hat, wie gesagt, andere Vorteile, aber effizient ist es nicht. So, bevor wir uns, wie gesagt, Kurven anschauen, möchte ich noch Ihnen noch sagen, wie man das mal durch eine ganz einfache Änderung verdoppeln kann. Also wie kann ich aus 18,4% so, naja, knapp 37% machen? Warum erkläre ich Ihnen das? Nicht, weil Aloha so toll ist, sondern weil man daran die Denkweise lernt und lernt, diese Protokolle zu analysieren. Weil wir müssen uns ja anschauen, wo verschwendet dieses Protokoll Zeit? Und was können wir tun, damit dieses Protokoll Zeit nicht mehr verschwendet? Zeit ist eine Ressource. Ja, das wissen Sie alle, ne? Wir alle haben einen vollen Terminplan. Und auch bei Übertragungen von Daten ist Zeit, also Übertragungszeit, natürlich eine sehr wertvolle Ressource und die muss ich ökonomisch nutzen. Und das macht Aloha hier ganz klar nicht, ne? Und was kann ich jetzt machen, um das zu ändern? Naja, schauen wir uns mal an. Unser Problem war, dass ich einen Schutzabstand brauchte von zwei Paketzeiten. Und wenn ich den halbiere, naja, was passiert dann mit meinem Durchsatz? Vermutlich verdoppelt. Streichen Sie es vermutlich, Herr Hessinger, Sie haben recht, ja? Natürlich verdoppelt er sich. Ich verschwende ja nicht mehr zwei Timeslots, sondern nur noch einen. Und daraus verdoppelt sich natürlich der Durchsatz, ja? Und wie kriege ich das jetzt hin, dass ich nur noch einen Zeitslot, also oder eine Paketzeit, allgemeiner gesagt, als Schutzabstand brauche? Naja, ich füge eben Zeitslots ein. Also ich gehe jetzt von meiner kontinuierlichen Zeit auf diskrete Zeit. Vorher, ich gehe noch mal eine Folie zurück. Vorher hatte ich hier kontinuierliche Zeit. Jeder durfte senden zu welchem Zeitpunkt auch immer er wollte. Das war ein beliebiger kontinuierlicher Zeitpunkt. Jetzt führe ich die Regel ein, dass wir hier diese Slots haben. Wir haben also einen Pakettakt oder einen Frametakt, wenn Sie so wollen, und nur zu Beginn des Taktes, also bei der gestrichelten Linie, darf gesendet werden. Man könnte das zum Beispiel so machen, dass der Satellit regelmäßig so ein Taktsignal schickt, ne? So einen ganz kurzen Blip, ja, an alle, weil der kann ja mit allen kommunizieren und der kann ja zum Beispiel alle takten. Ja? So, was bringt mir das jetzt für einen Vorteil? Naja, wenn jeder nur zu Beginn eines Slots senden darf und das Paket auch nur so lang ist wie der Slot, per Definition, ne, kann ich keinen Überlap mehr haben durch vorhergehende Pakete. Eine Kollision passiert nur noch dann, wenn zwei Teilnehmer gleichzeitig senden, also mindestens zwei Teilnehmer gleichzeitig in einem Slot senden. Ich habe keinen Überlap mehr von vorangehenden Zeitslots und von folgenden Zeitslots. Das geht gar nicht mehr. Das ist ja per Definition ausgeschlossen, weil jeder nur zu Beginn des Slots senden darf. Mein Schutzabstand ist damit nur noch eine Paketlänge. Und zwar, das ist genau die Paketlänge, die ich brauche, um zu senden. Naja, und dann setze ich das wieder ein in meine vorige Formel, ne? Und dann habe ich jetzt nicht mehr 2t stehen, sondern 1t. Und dann kommt im Prinzip eine ähnliche Formel raus wie vorher, nur dass da jetzt nicht mehr die 2 oben steht. Insofern steht hier nicht mehr die 2 unterm Bruch, ja, und insofern kommt hier auch das Doppelte raus. Also 0,368 oder knapp 37%, und das ist mal eben das Doppelte des reinen Aloas. Und wir haben nichts anderes gemacht, als einen Takt einzuführen. Ganz simple Funktion, aber durchschlagende Wirkung, ja. Die Analyse vom Slotted Aloha ist ein bisschen komplizierter, weil diese Diskretisierung den statistischen Prozess verändert. Das ist eine Sache, das geht im Rahmen dieser Vorlesung zu weit. Ich mache sowas im Hauptstudium ab und zu mal, zum Beispiel in meiner Veranstaltung Network Simulation. Gut, schauen wir uns mal die Kurven an von Aloha und Slotted Aloha. Ich erinnere nochmal rechts an unsere Idealkurve, ne? Das war ja Last
unten auf der X-Achse und auf der Y-Achse Durchsatz, der Knick bei der Kapazität, ja. Da können wir jetzt mal diese beiden Kurven dagegen halten. Und wir haben es ja gesehen, Aloha, bestenfalls bei der Last von 1,5 sind wir da irgendwie bei 18,4% Durchsatz. Und das hat Slotted Aloha ja verdoppelt durch diese Taktung auf 37% ungefähr und hat dadurch aber auch den idealen Arbeitspunkt verschoben. Also das wird dann auch erreicht bei einer Last von 1. Trotzdem muss man feststellen, dass weder Aloha noch Slotted Aloha eine hohe Leistung erreichen. Ja? Also auch 37% ist noch nicht super. Ich finde es immer schön zu erklären, dass aus so einer einfachen Sache wie einer Taktung eine Verdopplung des Durchsatzes resultiert. Also das müssen Sie mir erlauben, Ihnen das zu erklären. Aber natürlich ist das noch nichts, was wir jetzt zum Beispiel in Ethernet oder in WLAN machen würden. Ja? Dafür sind 37% noch zu wenig. Zusammenfassend, Aloha weder in diskreter Zeit als Slotted Aloha oder in kontinuierlicher Zeit als pures Aloha hat eine hohe Leistung. Also sowas würden wir in einem WLAN zum Beispiel nicht einsetzen wollen. Ja? Was kann man stattdessen machen? Naja, führen wir mal eine freundlichere Regel ein. Also führen wir mal noch eine zusätzliche Regel ein. Also Sie dürfen zwar senden, wann Sie wollen, aber nicht ganz. Sie müssen zuhören, bevor Sie reden. Und erst wenn niemand redet, dürfen Sie reden. Also, weitere Regel, listen before you talk. Ja? Und das Prinzip nennt sich Carrier Sensing. Die Protokollklasse, die man basierend auf Carrier Sensing baut, heißt Carrier Sense Multiple Access. Ethernet ist auf Layer 2 ein CSMA. WLAN ist auf Layer 2 ein CSMA. Wir hören, bevor wir reden. Gerade bei WLAN ist das wichtig. Bei Ethernet ist das mit Switches nicht mehr so wichtig, komme ich noch zu. Also, wir hören einfach zu und wenn der Träger nicht leer ist, also wenn irgendjemand anders sendet, dann gehe ich davon aus, da sind Bits auf der Leitung oder im Funkkanal und dann schweige ich. Konnte man bei Aloha vielleicht jetzt auch nicht machen, weil die Inseln, wie gesagt, voneinander weg sind und Satellitenantennen sich gegenseitig ja nicht hören aufgrund dieser Schüssel. Aber bei so einem WLAN geht das ganz gut, ne? Also da hören Sie ja alle den Access Point, da hören Sie auch alle Ihre Nachbarn, zumindest wenn Sie so in der Nähe sind. Da könnte das eigentlich ganz gut funktionieren. Ja? Auch in unserer kleinen Videokonferenz hier funktioniert das eigentlich auch ganz gut. Ja? Also Sie können natürlich auch hören, wenn jemand redet und dann einfach warten, bis derjenige fertig ist. Gut, die grundlegende Frage ist natürlich, wie mache ich denn das genau? Also wie lange warte ich denn? Und die Frage, die sich hier stellt, ist die Frage der sogenannten Persistenz. Ich erkläre Ihnen den Begriff mal in dem Beispiel. Was ich ja mache, ist, wenn der Kanal belegt ist, also ich höre irgendein Signal auf dem Träger, dann warte ich, bis der Kanal leer ist. One Persistent CSMA, also Persistenz von 100%, bedeutet, dass ich dann sofort loslege. Ja? Also ich warte die ganze Zeit, höre die ganze Zeit zu und sobald die kleinste Lücke da ist, grätsche ich rein und rede. Ich erkläre das immer, müssen Sie mir jetzt mal verzeihen, anhand von kulturellen Unterschieden. Wenn Sie eine Weile in der Industrie sind, haben Sie immer relativ viele Telefonkonferenzen. Und wenn man das international hat, da hat man dann manchmal so Leute verschiedener Kulturkreise in den Telefonkonferenzen. Und naja, Sie wissen so in etwa, wie die Deutschen einen Dialog machen. Die lassen sich gegenseitig auch ab und zu mal ausreden. Bei Italienern ist das anders, ja. Ich habe zumindest in meinen Telefonkonferenzen die Beobachtung gemacht, dass Italiener relativ schnell reingrätschen, sobald eine kleinste Lücke ist im Gespräch und dann halt reden. Das kann aber sein, dass der Deutsche noch gar nicht fertig war mit dem Reden, sondern erst mal Luft geholt hat. Wohingegen Skandinavier vielleicht noch ein bisschen längere Lücken lassen und noch ein bisschen länger warten, bis jemand fertig geworden ist im Reden. Das ist so die Idee der Persistenz. Ja? Also wie schnell grätsche ich rein? Bin ich der Italiener, der jetzt quasi sofort reingrätscht, sobald eine kleine Lücke ist, sobald jemand mal Luft holt? Oder warte ich noch ein bisschen länger? Gut, Problem bei One-Persistent CSMA, also bei dem sofortigen Reingehen, also beim sofortigen Lossenden, sobald der Träger frei ist, ist offensichtlich, wenn mehr als einer wartet, kollidieren die garantiert. Stellen Sie sich auch gerne am Beispiel unserer aktuellen Situation vor. Stellen Sie sich vor, zwei von Ihnen haben gerade eine brennende Frage und warten die ganze Zeit, bis der Valentin irgendwann mal leise ist und aufhört zu reden. So, jetzt mache ich eine kurze Lücke und hole Luft.
Sie beide wollen ja sofort senden und kollidieren garantiert. Mit anderen Worten, 100% Persistenz kann nicht funktionieren. Ne? Sobald Sie mehr als einen Sender haben, der wartet, haben Sie eine Garantie einer Kollision. Vielleicht ist es trotzdem besser als Aloha oder Slotted Aloha. Das machen wir nachher. Das schauen wir uns mal One Persistent CSMA auch im Durchsatz an. Aber was mache ich dann auch noch trotzdem, selbst wenn ich das jetzt so einfach löse und sage, ich lebe damit, dass ich garantiert Kollisionen habe, wenn mehr als zwei Teilnehmer aufeinander warten. Was mache ich denn dann, wenn Pakete kollidieren? Da muss ich irgendwie wiederholen, oder? Wann wiederhole ich? Sofort? Ja, dann kollidiere ich ja wieder. Ja, da muss ich also irgendwie vielleicht eine zufällige Zeit verwenden. Erkläre ich Ihnen gleich, wie das geht. So, alternativ zum One-Persistent CSMA habe ich das sogenannte Non-Persistent CSMA. Das ist das andere Extrem. Wenn der Kanal leer ist, übertrage, das ist ganz klar, so machen wir es. Ja. Das ist dieses CSMA-Prinzip. Wenn der Kanal voll ist, würfel ich. Und abhängig davon, was aus meinem Würfel rauskommt, warte ich und prüfe dann erst wieder, ob der Kanal leer ist. Wenn er dann immer noch voll ist, wiederhole ich das, dann würfel ich nochmal und warte wieder eine zufällige Zeit. Das heißt, ich lausche nicht kontinuierlich auf dem Träger und nehme den sofort gierig weg, also schnapp den sofort, sobald er leer ist, sondern ich kontrolliere meine Gierigkeit so ein bisschen durch eine Zufallszahl. Ne? Wenn ich eine große Zahl würfle, dann warte ich länger. Wenn ich eine kleine Zahl würfle, dann warte ich weniger lang. Ja? Und das kann man sich natürlich auch als so ein Zeitmodell dann vorstellen. Non-Persistent CSMA ist das Gegenteil, wenn Sie so möchten. Also das andere Extrem auf der Skala zu One-Persistent. Ne? One-Persistent war absolut gierig, Non-Persistent ist absolut entspannt. Ja? Und die Leistung von Non-Persistent CSMA hängt natürlich massiv von dieser Wartezeit ab. Also wenn Sie jetzt einen Würfel mit sehr, sehr vielen Kanten haben, also so einen Rollenspielerwürfel, ja, dann haben Sie potenziell eine lange Wartezeit. Wenn Sie aber jetzt anstelle eines Würfels nur eine Münze werfen, dann haben Sie eine kurze Wartezeit oder eine etwas längere Wartezeit. Also das ist ein Parameter, den man kalibrieren muss, den man sich überlegen muss, welche Kantenzahl haben wir, was soll da meine Wartezeit sein. Die mittlere Wartezeit sollte natürlich lang genug sein, im Vergleich zur Paketzeit und im Vergleich zur Ausbreitungsverzögerung. Also da muss ich einfach Platz für lassen und da muss ich sicherstellen, dass meine Wartezeit länger ist als das. Aber sie sollte natürlich auch nicht zu lang sein, weil ansonsten warte ich ja auch bei niedriger Last lange und verschwende Kapazität. Ich würde natürlich auch erwarten, dass ein Non-Persistent CSMA bei hohen Lasten besser performen. Ne? Also, dass ich bei hoher Last einen größeren Durchsatz habe mit Non-Persistent CSMA als mit One-Persistent CSMA. Warum ist das so? Naja, denken Sie nochmal an das Problem von One-Persistent CSMA. Also, wenn Sie absolut persistent, absolut gierig sind, dann haben Sie bei hoher Last, haben Sie ja genau den Fall, wo ganz viele Teilnehmer warten, bis sie mal rankommen dürfen. Das findet ja nur bei hoher Last statt. Bei niedriger Last haben Sie ja nicht viele Teilnehmer, die warten. Und damit steigt natürlich die Kollisionswahrscheinlichkeit von One-Persistent CSMA mit der Last an, wohingegen bei Non-Persistent CSMA, das reagiert da entspannter und kann mit höherer Last besser umgehen, weil ja alle Teilnehmer würfeln und in Abhängigkeit von dem, was beim Würfeln rauskommt, aufeinander warten. Und das machen die auch bei hoher Last. Gut, jetzt haben wir uns die beiden Extrembeispiele angeschaut. Jetzt haben wir uns Persistent CSMA und Non-Persistent CSMA angeschaut. Persistent CSMA, das absolut gierige, ja, oder One-Persistent CSMA und Non-Persistent CSMA, das absolut entspannte. Was ich Ihnen jetzt erklären möchte, ist der Mittelweg dazwischen, der dann auch praxisrelevant ist natürlich. Und was wir da machen, ist ein sogenanntes P-Persistent CSMA. Vorher war bei einem der Extrembeispiele war P eine Zahl von 1, ne? Da stand da ein Persistent CSMA. P ist also die Verallgemeinerung davon. Wir fangen mit derselben Regel an wie vorher, das ist einfach die CSMA-Regel. Ne? Wenn der Kanal leer ist oder wenn der Träger nicht belegt ist, sende. So, wenn der Kanal beschäftigt ist, mache ich jetzt aber was anderes im Vergleich zu den vorigen Verfahren. Dann bleibe ich auf dem Träger, lausche weiterhin, bis er leer ist und dann würfel ich.
Also ich ziehe eine Zufallszahl. Ne? Also hier steht es nochmal als Beispiel, Münzwurf oder ein Würfelwurf. Also einfach eine Zufallszahl ziehen. Ne? Und ich sende dann mit der Wahrscheinlichkeit P. Ja, also und das bedeutet, dass mit der Wahrscheinlichkeit 1 minus P sende ich nicht und warte. Ne? Klar, beim Münzwurf Wahrscheinlichkeit 1/2 sende ich, Wahrscheinlichkeit 1/2 sende ich nicht. Ja? Würfel, Wahrscheinlichkeit 1/6 sende ich, Wahrscheinlichkeit 5/6 sende ich nicht. Wenn der Kanal im nächsten Slot beschäftigt ist, dann mache ich natürlich weiterhin das, was ich oben gemacht habe. Ich warte, bis der Kanal wieder leer wird. Und wenn nicht, wenn der Kanal also leer ist, würfel ich wieder. Das bedeutet permanentes Beobachten des Kanals, aber Zufallszahl würfeln und mit einer Wahrscheinlichkeit P senden. Also ich füge sozusagen mit der Wahrscheinlichkeit 1 minus P künstlich eine Wartezeit ein. Das ist die Grundidee hier. Ja? So, was ist jetzt die Kollisionswahrscheinlichkeit von dem Ding? Naja, das können wir ausrechnen. Ja, das ist nochmal, was ich gegeben habe von vorher, ne, vom Konstruktionsprinzip. Also ich sende mit Wahrscheinlichkeit P, ich warte mit Wahrscheinlichkeit 1 minus P. Und wenn ich jetzt K Hosts habe, die senden wollen, also die haben alle Daten im Ausgangspuffer, die wollen alle senden, dann habe ich die Wahrscheinlichkeit, dass ich keine Kollision habe. Naja, das ist der Exponent davon minus, minus 1. Ne? Ja, warum minus 1? Naja, weil einer ja senden darf. Ja, wenn einer sendet, ist das ja okay. Ja, also ganz einfach, das ist die Wahrscheinlichkeit, dass die warten. Und K minus 1 Hosts müssen warten, damit keine Kollision auftritt. Zum Beispiel 5, die senden, K ist gleich 5, die, also die wollen senden. 4 müssen warten, damit keine Kollision stattfindet. Das sagt mir diese, das ist einfach in dieser Formel hier ausgedrückt. So, was ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Kollision habe? Naja, das ist einfach die Gegenwahrscheinlichkeit von diesem oberen Term, also 1 minus Wahrscheinlichkeit keiner Kollision. Ja? Das ist hier einfach nur eingesetzt. Und damit habe ich die Formel, die ich brauche. Ne? Damit kann ich ausrechnen, was ist die Kollisionswahrscheinlichkeit für ein beliebiges P. Nehmen wir mal den Münzwurf, P von 1/2. Und jetzt fange ich hier an, meine Hosts mal hochzudrehen. Ja? Also natürlich sollten da bei einem Host, sollte da keine Kollision rauskommen. Weil wie soll der denn mit sich selbst kollidieren? Und da ist natürlich die Kollisionswahrscheinlichkeit 0, ja, einfach eingesetzt in die Formel. Zwei Hosts, ja, da könnte es schon eine Kollision geben. Und diese Kollisionswahrscheinlichkeit bei diesem Parameter, ne, P von 0,5, ist natürlich auch 0,5. Bei drei Hosts, ja, wird höher, ne, wird relativ schnell höher. Sehen Sie das? Also da habe ich schon eine Kollisionswahrscheinlichkeit von 75%. Bei vier Hosts lande ich schon bei 87,5%. Was man dann sieht, wenn man das für viele Hosts macht, ist, dass die Kollisionswahrscheinlichkeit logarithmisch mit K, also mit der Anzahl der Hosts, steigt. Und das ist gar nicht mal so schlecht. Ne? Logarithmisch heißt ja, den kennen Sie ja noch, den Logarithmus vom Shannon. Ne? Das dämpft ja irgendwann. Das geht ja nicht beliebig weit hoch. Der Logarithmus, der für ein steigendes K, wird er ja dann irgendwann, flacht er ja ab und steigt dann nur noch sehr langsam. Also das ist eigentlich eine schöne Sache. Ne? Hier sieht man es nochmal. Hier habe ich Ihnen das mal geplottet für verschiedene Ps. Eben hatten wir das P von 0,5, das war der Münzwurf. Ja. Und da sehen Sie, wie das ansteigt. Aber so ab, ich sag mal, 5 Hosts, 6 Hosts, ja, wird das flach. Das ist eine gute Skalierung. Ne? Und wenn ich natürlich jetzt mein P kleiner wähle, also ich sage jetzt nicht, dass ich einen Würfel mit 10 Kanten habe, na, das geht nicht, aber ich habe halt, ich ziehe halt aus 10 Zufallszahlen, dann habe ich natürlich ein P von 0,1 oder ich ziehe aus 100 Zufallszahlen, also von 1 bis 100, dann habe ich natürlich ein P von 0,01. Dann sehen Sie, dass meine Kurven natürlich generell flacher werden, weil die Kollisionswahrscheinlichkeit natürlich viel geringer ist, weil natürlich mein 1 minus P viel größer wird. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Warterunde einlege, steigt natürlich mit einem kleineren P. Ja, das steckt ja einfach aus diesem Konstruktionsprinzip, folgt das ja einfach aus dieser Definition, dass ich mit 1 minus P warte. Also wichtig ist der Logarithmus hier und natürlich, dass der Parameter P, je kleiner der wird, umso unwahrscheinlicher sind Kollisionen.
So, wie immer im Leben des Ingenieurs, der ist nur free lunch, ne? Also irgendein Tod muss ich sterben. Ich kann jetzt natürlich nicht P gegen 0 gehen lassen und sagen, ich bin glücklich, es wird nie wieder Kollisionen geben. Also, oder die Kollisionen sind so unwahrscheinlich, dass mich die in der Praxis nicht mehr betreffen. Ich erkaufe mir das natürlich durch einen Verlust und der Verlust ist natürlich in Datenrate. Schauen wir erstmal auf die oberste Linie. Hier haben wir P-Persistent CSMA für ein kleines P. Das war so ein von ein Hundertstel, ne? Da hatten wir ja eben gesehen, da ist die Kollisionswahrscheinlichkeit recht gering. Und Sie sehen, das ist vom Durchsatz jetzt auch nicht wirklich schlecht, ne? So, wenn ich jetzt mein P hochdrehe, also auf ein Zehntel zum Beispiel, da sehen Sie hier, das ist auch noch okay, also so bei niedriger Last, bei hoher Last nimmt das dann schon ab. Warum verringert ein höheres P den Durchsatz bei hoher Last? Also warum gibt es diese Lücke hier zwischen diesem 0,01 Persistent CSMA und 0,1 Persistent CSMA bei hoher Last? Naja, was ist denn dieser Wert? Dieser Wert ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich sende. Und zwar sofort lossende, wenn der Kanal leer ist. Wenn ich die erhöhe, also zum Beispiel von ein Hundertstel auf ein Zehntel, dann ist es wahrscheinlicher, dass ich lossende, wenn der Kanal idle ist. Bei hoher Last habe ich viele Teilnehmer, die warten, dass sie rankommen. Da ist mein K groß. Und daher ist meine Kollisionswahrscheinlichkeit sehr hoch. Das heißt, die Lücke, die Sie hier sehen, ist einfach das, was Sie aufgrund von zusätzlichen Kollisionen verlieren, weil Sie jetzt aggressiver senden. Also Sie senden mit einer höheren Wahrscheinlichkeit los und verlieren aber deswegen bei höherer Last öfters Pakete durch Kollisionen. Ich hoffe, das ist klar. Also das ist dann bei 0,5, also bei meiner Münze, die hatte ich Ihnen ja eben noch gezeigt, dann ganz extrem, ne? Da sieht man es dann auch nochmal. Vergleichen Sie mal 0,5 Persistent CSMA mit ein Hundertstel, also 0,01 Persistent CSMA. Hier sende ich mit einer Wahrscheinlichkeit von 1,5 und sende mit einer Wahrscheinlichkeit von 1,5 nicht, also warte mit einer Wahrscheinlichkeit von 1,5. Und das ist bei hoher Last einfach zu aggressiv. Und deswegen generiere ich mit dem 0,5, dieser Regel folgen ja alle Teilnehmer, einfach bei einem hohen K und ein hohes K, also viele wartende Teilnehmer oder ein hohes K-1, ne? K-1 sind die Teilnehmer, die nicht senden dürfen. Und die sind natürlich bei hoher Last groß. Und deswegen ist der Durchsatz aufgrund der vielen Kollisionen bei hoher Last geringer, je höher mein P ist. Gut, hier haben wir nochmal Slotted Aloha und Pure Aloha zum Vergleich reingezeichnet. Das haben Sie ja schon gesehen, das ist nichts Neues. Und hier haben wir auch nochmal One Persistent CSMA eingezeichnet, ja. Das ist ja jetzt auch nur noch eine Variante meines P-Persistent CSMA, ne? Mein P-Persistent ist ja eine Generalisierung, eine Verallgemeinerung von diesem One Persistent CSMA. One Persistent CSMA heißt ja, ich bin super aggressiv, ich sende sofort. Und zwar immer mit 100% Wahrscheinlichkeit los, sobald der Kanal frei ist. Ja? Und das ist natürlich der Worst Case. Wenn Sie den Best- und Worst Case vergleichen wollen, zumindest in diesem numerischen Beispiel, vergleichen Sie halt 0,01 mit One Persistent CSMA. Ein Punkt, auf den ich noch hinweisen möchte, ist, vergleichen Sie das bitte mal mit unserer Idealkurve. Da kommen wir jetzt schon ganz gut ran mit so einem P-Persistent CSMA, wenn wir das P geschickt wählen. Also wenn wir das zum Beispiel auf ein Hundertstel packen, haben wir da schon fast diesen Verlauf, diesen Idealverlauf. So, ich mache wieder eine kurze Pause und beantworte die Fragen im Chat. Könnte das auch nicht auch vorkommen, dass niemand senden, weil alle warten? Ja, Herr Huck, das könnte vorkommen, ist allerdings nicht sehr wahrscheinlich. Also zumindest bei großem K nicht sehr wahrscheinlich. Das wäre dann der Fall K gleich 0, ne? Gehen wir mal zurück. Also wenn niemand wartet, habe ich K gleich 0. Schauen wir mal, was da passiert. Ich glaube, das ist hier nicht definiert, ne? Da haben Sie ja per Definition keine Kollisionen. So, was passiert, wenn man P kleiner 0, was ist das technische Limit? Da ist kein technisches Limit. Also Sie können das P gegen 0 gehen lassen. Was passiert denn, wenn wir P gegen 0 laufen lassen? Also was mit unseren Kollisionen passiert, sollte klar sein, ne? Also diese Kurve flacht brutal ab und ist irgendwann hier ganz bei 0, ja, auch für eine große Anzahl von Hosts, ja. Aber was passiert denn mit dem Durchsatz?
setzen Sie mal P ganz, ganz klein. Geht gegen 0. Jo, kein Durchsatz, ja. Riesenwahrscheinlichkeit, dass Sie warten, ne? Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie warten, ist 1 minus P. Wenn P gegen 0 geht, asymptotisch, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie warten, asymptotisch 1, also 100%. Also Sie warten nur. Und damit ist der Durchsatz nahe 0. Okay? Also, Herr Blinsdorf, gute Frage, danke dafür. Für ein sehr, sehr kleines P wird der Durchsatz wieder abflachen, nahe 0. Danke auch für die Antwort, Herr Kleinschmidt, absolut korrekt. Auch Herr Kosowski, sehr absolut korrekt. Theoretische Frage: Kann man nicht auch sowas machen, dass die Sender sich registrieren und dann drangenommen werden? Ja, komme ich später noch zu. Das wäre ein Polling. Wir betrachten hier Protokolle, die Kollisionen in Kauf nehmen und dadurch den Vorteil haben eines geringeren Organisationsaufwandes. Wenn Sie jetzt sowas haben, wo Sie jemanden zum Chef delegieren, sozusagen, der zum Beispiel die Teilnehmer aufruft, das nennt man Polling, dieses Prinzip. Das kann man machen, dann hat man aber das Problem, dass man einerseits Overhead hat für das Polling und andererseits entscheiden muss, wer der Chef ist und nach welcher Regel der die Teilnehmer anpollt. So läuft es übrigens im Mobilfunk. Ja, im Mobilfunk haben Sie einen Polling, also da kriegen Sie einen sogenannten Scheduling Grant von der Basisstation. Übrigens auch für den Uplink, also auch Ihr Handy sendet nicht einfach los, wann es will. Das sendet los, wenn es Ihnen die Basisstation erlaubt, über dieses Polling. Vielleicht kommen Sie ja drauf, ist eine schwierige Frage, zugegeben. Bei hoher Last, was denken Sie, was ist effizienter? Randomisierter Kanalzugriff, also zufälliger Kanalzugriff, wie wir das hier bei CSMA betrachtet haben. Also jeder sendet, wann er will, aber ich habe hier zum Beispiel dieses CSMA-Prinzip laufen. Oder Polling oder das Zentrale. Was ist effizienter bei hoher Last? Nee, also hinsichtlich Durchsatz liegen Sie falsch. Hinsichtlich Durchsatz ist bei hoher Last Polling das effizientere Verfahren, also das zentralisierte Verfahren, weil Sie damit natürlich Kollisionen absolut ausschließen können und trotzdem 100% des Kanals auslasten können. Ne, Sie haben ja eine große Anzahl Teilnehmer, die könnten Sie einfach in den Kanal stecken nacheinander und dann komplett bedienen im Pipelining nacheinander. Ja? Damit haben Sie quasi durchsatznah an der Kapazität, aber keine Kollisionen, weil Sie ja bestimmen, wann jemand senden darf und damit Kollisionen vermeiden. Bei CSMA, auch mal bei einem CSMA mit einem kleinen p, haben Sie immer noch eine Kollisionswahrscheinlichkeit. Ja, und die ist natürlich bei hohem Durchsatz höher als bei niedrigem Durchsatz. So, ich habe aber noch die Gegenfrage, die ist auch interessant. Wie sieht es bei niedriger Last aus? Ist da Polling effizienter oder randomisierter Kanalzugriff? Also zum Beispiel einen CSMA, ein P-Persistent CSMA. Was ist da effizienter und warum? Richtig, aber Sie haben einen permanenten Overhead aufgrund des Organisationsaufwands. Sie müssen ja pollen. Wohingegen bei niedriger, diesen Overhead habe ich ja mit CSMA nicht. Meine Kollisionswahrscheinlichkeit bei niedriger Last ist aber sehr klein. Also habe ich bei niedriger Last mit Polling einen höheren Overhead, also einen niedrigeren Durchsatz als CSMA. Verstanden? Was ich hier abtausche gegeneinander, ne, ist einerseits der Overhead, der po bei Polling ja permanent da ist. Ich muss ja pollen, ich muss ja einen Signalisierungskanal haben und sagen, jetzt darf der, dann darf der, dann darf der. Und bei hoher Last spielt dieser Overhead keine Rolle. Und da bei hoher Last dominiert der Faktor, dass ich Kollisionen zu 100% vermeiden kann mit dem Polling. Bei niedriger Last spielt die Kollisionsvermeidung keine Rolle mehr, weil die sind ja eh selten. Also Last gegen Null, ne? Ich mache gerade eine asymptotische Betrachtung. Aber da kostet mich der Overhead dann einfach zu viel, weil der ist ja nicht nötig. Und damit liege ich dann wieder schlechter als ein CSMA-Protokoll. Ja, das ist einfach nur nochmal wiederholt zusammengefasst, was wir eben diskutiert haben. Merken Sie, wenn man das so ein bisschen versteht, diese Konstruktionsvarianten von diesen Protokollen, da kann man da so ganz interessante Betrachtungen machen. Gut, also vielen Dank für die Diskussion und die guten Fragen heute. Irgendwie läuft das freitags immer besser mit den Fragen. Jetzt würde ich mal weitermachen. Wir haben jetzt Leistung diskutiert und haben auch gesehen, dass wir relativ nah schon an unserer idealen Kurve sind. Bisher haben wir uns auf Leistung fokussiert und haben noch nicht besprochen, was passiert, wenn es schief geht. Kollisionen können natürlich weiter auftreten. Kollisionen können auch bei einem kleinen p auftreten. Also sogar wenn ein p gegen 0 geht, besteht noch eine ganz, ganz kleine Kollisionswahrscheinlichkeit. Also auch, wie wir vorher diskutiert haben, ein p gegen 0 natürlich hinsichtlich Durchsatz keine sinnvolle Wahl ist. Und jetzt würde ich mit Ihnen gerne noch diskutieren, was dann mit diesem CSMA passiert,
wenn Kollisionen auftreten, weil grundsätzlich können die ja auftreten. Und wann die denn auftreten? Also Kollisionen können schon mal nicht auftreten, weil sich zwei ins Wort fallen, wenn der Kanal belegt ist. Aber es können weiterhin Kollisionen auftreten aufgrund meiner Übertragungsverzögerung. Und das schauen wir uns mal an in diesem MSC. Ja, diese Grafik nennt man MSC, das steht für Message Sequence Chart. Zeit läuft nach unten weg. Teilnehmer sind hier hier mit A und B dargestellt und sie sehen dann hier die Events. So was Ähnliches haben wir ja bei den IRQ-Protokollen uns schon mal angesehen. Station 1 ist zum Zeitpunkt T0 so weit, dass sie senden kann. Und Station 2 ist zum Zeitpunkt T0 plus Epsilon, das ist ein ganz kleiner Zeitpunkt, so weit, dass sie auch senden kann. Wir nehmen an, dass zum Zeitpunkt T0 der Kanal leer ist. So, was passiert? Station A sendet. Ja, die ist fertig, die sendet. Das Signal geht auf die Leitung, ja, oder auf den drahtlosen Kanal und ist dabei, sich zum Beispiel über den Äther auszubreiten, also als elektromagnetische Welle zum Beispiel von einer Antenne zur anderen. Jetzt habe ich hier Teilnehmer B, der sendet kurz danach, also zum Zeitpunkt T0 plus Epsilon. Für den sieht zu diesem Zeitpunkt dieser Kanal immer noch leer aus, weil der hat ja das Signal von A noch nicht empfangen. Also sendet er los, ganz einfach nach CSMA. Jetzt breitet sich sein Signal auch aus und kollidiert natürlich mit dem bereits losgesendeten Signal von Host A. Dann haben wir eine Kollision. Und beide Pakete gehen verloren. Merke, auch bei einem CSMA, auch bei einem gut parametrierten CSMA, also wenn wir diesen Parameter P gut wählen, können wir noch Kollisionen haben aufgrund des sogenannten Propagation Delays, ne? Also aufgrund dieser Ausbreitungsverzögerung. Das lässt sich nicht vermeiden. Und erinnern Sie sich bitte nochmal an die Diskussion, die wir hatten zum Bandwidth Delay Product. Das war ja ein Maß dafür, wie teuer mir Rückwärtsfehlerkorrektur ist. Und das ist aber auch ein Maß dafür, wie teuer Kollisionen im Medium sein können. Ja? Deswegen ist auch für das Mac das Bandwidth Delay Product eine wichtige Kenngröße, ja? Wenn Sie Netze klassifizieren wollen. Fazit, was wir hier haben, ist, die Ausbreitungsverzögerung D führt zu einer Asynchronität zwischen den beiden Teilnehmern. Die wissen ja nichts voneinander erstmal, dass sie lossenden wollen. Und die fallen sich sozusagen ins Wort aufgrund der Verzögerung. Sie haben denselben Effekt auch gerne in Telefonkonferenzen oder Online-Vorlesungen. Wenn die Latenz groß ist, dann ist es wahrscheinlicher, dass sie sich ins Wort fallen, genau aufgrund dieses Effekts, ja? So, was kann man jetzt tun? Also, was kann man trotz der Kollisionen, die ja unausweichlich sind, also auch selbst bei einem gut parametrierten PCSMA passieren müssen, ab und zu passieren können, aufgrund der Ausbreitungsverzögerung, was kann man dagegen tun? Eine Möglichkeit ist Collision Detection. Der volle Name für diesen Protokolltyp ist CSMA, also Carrier Sense Multiple Access / CD. Und CD steht für Collision Detection. Wie erkennen Sie jetzt Kollisionen? Naja, auf einer Leitung ist das relativ einfach, ne? Wenn sich da zwei Signale überlappen, addieren sich deren Spannungswerte. Und wenn jetzt irgendein Teilnehmer, der auch auf dieser Leitung hört, einen höheren Spannungswert misst als erwartet, ja, also zum Beispiel als die Sendeleistung, ja, dann muss ja eine Kollision passiert sein. Irgendwoher muss ja die Energie gekommen sein. Also das ist auf der Leitung relativ einfach. Ethernet hat das in seiner Urversion, als alle noch auf demselben Koaxkabel gehört haben, auch so gemacht. Und dann kann natürlich derjenige, der diese Kollision mitbekommt, also diesen höheren Spannungswert misst, ja, zum Beispiel hier zu diesem Zeitpunkt oder zu diesem Zeitpunkt, kann der natürlich auch zum Beispiel ein sogenanntes Jam-Signal senden. Also altes Ethernet hat es auch wie gesagt gemacht und damit alle Teilnehmer informieren, ja? Und sagen, hey, das ist eine Kollision passiert, back off, ja, bitte mal alle zurücktreten und alle nochmal senden. Also alle nochmal würfeln natürlich und dann nochmal senden. Ja? Ein Problem mit der Collision Detection ist, dass es für drahtlose Fälle nicht funktioniert. Und Sie wissen ja vielleicht, bei Switched Ethernet habe ich ja eigentlich nicht so das Problem der Kollision. Ich habe ja mein Durchschalten auf die Einzelleitung bei einer Switch. Also auf dem Kabel habe ich das eigentlich über die Switch eliminiert.
Ich könnte natürlich den Switch-Prozessor noch als geteilte Ressource betrachten und dann habe ich da natürlich eine Kollision. Wenn alle wirklich mit dem Gigabit senden wollen, dann schafft es der Switch-Prozessor nicht. Die Warteschlange kumuliert sich auf und irgendwann habe ich da natürlich auch einen Überlauf. Aber tatsächlich einen Medienzugriff haben wir an der Stelle ja nicht mehr, den wir teilen. Aber zum Beispiel im drahtlosen Fall bei WLAN haben wir das natürlich. Ja? Also da haben wir natürlich ein geteiltes Medium und wir kriegen diese Kollisionen natürlich auch. Wir haben aber bei WLAN das Problem, dass ich mit der Antenne ganz schlecht Spannung messen kann. Also die Leistungsmessung in Antennen ist für Telekommunikation ganz gut genug. Aber wenn ich jetzt ein höheres Signal als erwartet messe, kann das auch aus anderen physikalischen Effekten resultieren als aus einer Addition. Es muss nicht eine Interferenz sein. Also es muss nicht eine Kollision sein. Ja, es gibt da so die Effekte, ich sage es Ihnen kurz, das müssen Sie aber jetzt nicht lernen oder so. Es gibt die Effekte der Mehrwegeausbreitung, daraus resultiert zum Beispiel eine konstruktive Interferenz, also dass sich zum Beispiel mehrere Signale addieren vom selben Sender und dann empfangen sie ab und zu auch mal ein höheres Signal, selbst wenn es nur einen Sender gibt, also gar keine Kollision da sein kann. Ja, also das heißt, mit Antennen funktioniert das nicht, dieses Prinzip. Sie können, merken Sie sich das zumindest in erster Näherung, mit einem normalen drahtlosen System wie zum Beispiel WLAN keine Kollision erkennen. In WLAN vermeidet man Kollisionen, das ist aber in einer anderen Vorlesung, das machen wir in dieser Vorlesung nicht.